Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Auf dieses Projekt hier freue ich mich schon sehr, weil das wollte ich schon eine lange, lange Zeit bauen, hatte aber keine Möglichkeit, das auch selber zu nutzen. Da sind wir wieder bei dem Thema neue Möglichkeiten, neue Projekte. Also, so ein Pflanzenbeet ist natürlich was Feines, aber wer kennt es nicht unter den ganzen Herren? Wenn man nicht genügend Zeit in so ein Pflanzenbeet steckt, dann wird alles, was da drin eingepflanzt ist, irgendwann kaputt gehen. Und dafür ist dieses Projekt gedacht, denn dieses Projekt hier ist, wenn wir es fertig gebaut haben, komplett automatisch. Das bedeutet, wir müssen nur noch hingehen und unseren Salat nehmen, unsere unsere Erdbeeren nehmen und das Ganze funktioniert automatisch. Das ist ein cooles System, darum soll es heute gehen. Das werden wir heute bauen. Ich habe die Firma Wolfkraft gefragt, ob die mit mir zusammen dieses Projekt umsetzen möchten. Und da ist auch ein passendes neues Werkzeug von denen rausgekommen. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob es dieses Werkzeug schon gibt, wenn dieses Video hier online ist. Wenn ja, schaut unbedingt mal in die Videobeschreibung, da werdet ihr dann weitere Infos bekommen. Das sind hier diese Winkel, das sind ziemlich clevere Werkzeuge. Ich habe mich mit dem Team so ein bisschen unterhalten, was das halt eben kann. Und das ist ganz schön erstaunlich. Und ich denke, das ist für viele Werkzeugkisten, die im Garten oder halt eben in der Werkstatt etwas arbeiten, ziemlich praktisch. Da werden wir aber auch gleich im Projekt dann noch so ein bisschen drauf eingehen, was man hiermit alles umsetzen kann. Aber seid nicht abgeschreckt, das hier wird keine reine Werbeveranstaltung, wie es sich für den Kontoholz-YouTube-Kanal gehört. Habe ich schon entsprechendes Holz bestellt. Und das werden wir gleich erstmal herrichten. Ich zeige euch aber natürlich zunächst erstmal das Holz. Dafür nehme ich die Kamera in meine Hände. Sibirische Lärche. Wunderschöne 65 mm Blockware. Ich glaube 5 Meter lang oder 4 Meter lang. Also nicht da oben drauf das, sondern da unten das. Ich werde euch jetzt ein paar Sequenzen zeigen, wie wir das ratzfatz herrichten werden. Und dann werde ich euch gleich ein paar weitere Infos geben, was wir noch brauchen, um das Projekt heute umsetzen zu können. Weil ich diese Massivholz-Vorbereitung schon relativ oft gezeigt habe, werde ich es aber dieses Mal ein bisschen abkürzen, weil ihr seht, das komplette Projekt wird dieses Mal aus Blockware gebaut. Also jede Menge abrichten, jede Menge aufschneiden und so weiter und so fort. Ich werde euch jetzt aber noch eine Neuerung zeigen, die ich tun werde, damit man es ein bisschen einfacher zuschneiden kann. Ich muss ja jede Menge Holz besäumen. Das bedeutet, wir müssen die Waldkante abschneiden und wir müssen unsere Blockware auf ein grobes Maß auf Breite schneiden. Und weil dieser Längsanschlag hier dann jetzt ein bisschen stören würde, weil die Werkstatt nach hier nicht so groß ist, werde ich den demontieren. Hier die Klemmmuttern lösen. So einfach geht's. Und schon haben wir hier jede Menge Platz, um sich hier bewegen zu können. So sieht's aus. Ich schneide mir jetzt erstmal ein bisschen Holz aus der Bohle raus. Das wird ja bestimmt reichen. So Leute, das ganze Holz ist hergerichtet. Das ist so das Holz für den Großteil des gesamten Projektes. Da können wir schon mal die komplette untere Konsole bauen. Und hier nur ein paar Worte, warum ich das so mache. Ich will das hier ganz, ganz lange behalten. Und mir persönlich gefällt halt eben so die glatte Optik von dieser sibirischen Lärche besser. Natürlich könnt ihr für dieses Projekt auch normale Terrassendielen nehmen. Könnt ihr normal aus dem Baumarkt kaufen. Da müsst ihr im Prinzip alles nur noch auf Länge zuschneiden. Wie gesagt, mir persönlich gefällt das hier aber so ein bisschen besser. Ich will auch ein bisschen Anspruch hier an dieses Projekt setzen. Deswegen zeige ich euch auch eine Alternative, wie man es halt eben auch umsetzen kann. Und dann könnt ihr es für euch so abändern, wie es halt eben braucht. Was muss man bei solchen Kanthölzern ganz, ganz oft machen? Ja klar, zu ablenken. Und was macht man da, wenn man es zum Beispiel von Hand abschneidet? Ich zeige es euch einmal. Da wackelt das Stativ. Da kann man sich ja normalerweise einen Winkel nehmen, zeichnet sich das hier an, dreht es einmal. Jetzt muss man hier drüber peilen und schauen, dass das Ganze passt. Und nochmal. Und nochmal.
Und nochmal, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Jetzt habe ich euch am Anfang vom Video schon gesagt, dass Wolfcraft ein neues Werkzeug rausgebracht hat. Und da werde ich euch jetzt ein paar Möglichkeiten zeigen, was ihr mit diesen Werkzeugen tun könnt. Die sind relativ gleich aus. Diese Variante hier ist natürlich etwas größer als diese Variante. Dafür kann die Variante hier auch ein paar Dinge mehr. Die werde ich euch später im Video noch zeigen. Aber jetzt kommen wir erstmal zu so den einfachen Dingen, die man sowieso bei vielen Projekten machen muss. Und zwar das Anreißen. Damit könnt ihr nämlich direkt um die Ecke anreißen. So sieht dieser kleine Winkel aus. Den kann man aufklappen. Und dann haben wir viele, viele Möglichkeiten, was wir damit noch machen können, außer nur etwas 90 Grad anzureißen. Ich werde euch jetzt mal eine Sache zeigen, die man damit schon schön machen kann, denn wir können das um die Ecke klappen und können dann direkt auf zwei Seiten des Kantholzes die Senkrechte anzeichnen. Das werden wir jetzt einmal fix machen. Wir nehmen jetzt einfach mal an, dass wir diese Seite mit einer Handsäge von Hand ablenken möchten. Und da können wir diesen Winkel natürlich auf mehrere Arten und Weisen nutzen. Wir können den Winkel wie so einen regulären Winkel benutzen, können ihn aber auch aufklappen und dann können wir direkt um zwei Seiten etwas anzeichnen. Ich markiere mir gerade hier oben einmal die Kante, kann das Ganze jetzt hier umdrehen, richte es einmal aus. Ich kann diese Seite markieren und ich kann direkt hier oben die Seite markieren. Und so haben wir jetzt ganz einfach unser Kantholz markiert und könnten so schon mal diese Funktion nutzen. Ich denke, das bietet sich gerade an, dass ich euch jetzt noch ein paar Funktionen gerade anhand von diesem einfachen Kantholz zeige. Und da werde ich es gleich im normalen Projekt natürlich auch noch ein bisschen benutzen. Denn wir haben hier noch ein paar Funktionen. Werde ich euch auch noch einmal fix zeigen. Hier in meiner Werkzeugwand hatte ich tatsächlich die letzten Jahre meistens kein Werkzeug, um eine Diagonale anzuzeichnen. Deswegen habe ich mir oftmals eine Schmiege genommen, habe da 45 Grad eingestellt und habe das dann angelegt. Aber da hatte ich an der Schmiege natürlich keinen richtigen Anschlag. Also es war eine Winkelmesser, keine richtige Schmiege. Und das kann auch hier dieses Werkzeug. Und es kann noch was, werde ich euch auch gleich zeigen. Also, vielleicht wollen wir ja auch hier eine 45 Grad Schräge schneiden. Und da können wir einfach unser Werkzeug anlegen. Da haben wir unten einen kleinen Pfeil, der uns sagt, okay, das hier unten ist der Bezugspunkt und da haben wir hier eine Skala. Da können wir natürlich nicht nur 45 Grad anschneiden, sondern noch andere Winkel. Ich markiere mal einmal die 45 Grad hier hin. Und jetzt habe ich mir einmal den Startpunkt und den Endpunkt markiert und kann das jetzt einfach hiermit verbinden. Einmal ausrichten und so einfach geht es damit tatsächlich auch. Als mir die ganzen Features von diesem Werkzeug gezeigt wurden, war ich tatsächlich sehr, sehr erstaunt, weil ich habe schon angesprochen, da ist sehr, sehr viel Hirnschmalz drin und so auch in dieser großen Variante, denn das hier ist eine Aussparung für hier dieses Teil. Das habe ich jetzt gerade mal demontiert, damit ich euch das hier zeigen kann, denn hier das ist auch eine Vorrichtung, um bei Rundhölzern die Mitte markieren zu können, denn da können wir einfach das Teil hier einlegen. Halten es einmal an und können dann die Mitte von unserem Rundholz anzeichnen. Das ist natürlich auch ziemlich clever. Mal schauen, ob ich noch etwas von Hand absägen kann. Ich würde sagen, das ist okay. Bevor wir diese Teile jetzt gleich festspannen werden, werde ich erst mit diesem Winkel die Bohrpositionen anzeichnen, beziehungsweise die Schraubenposition, damit wir es gleich einfach nur noch festschrauben können. Hier ungefähr soll meine Schraube hinkommen, also markiere ich mir jetzt als erstes eine Position 30 von oben entfernt und kann jetzt hier von der Seite reinmessen und das sind in meinem Fall 45. Das mache ich einmal bei beiden Seiten und einmal 45. Das kann ich jetzt hier auflegen. Ich lege meine Distanzhölzer hier dazwischen. Da habe ich mir einfach ein Maß an der Kreissäge geschnitten. Richte das hinten bündig aus und kann es jetzt einmal festspannen. Hier haben wir noch ein paar Leisten. Da ist es jetzt ganz wichtig, dass wir sie vorher, bevor wir die Gärung anschneiden, abrunden, weil sonst hat es das Anlaufkugellager oben kein Holz mehr, wo es dagegen laufen kann, wenn man eine Gärung dran schneiden. Deswegen als erstes abrunden und dann schneiden wir es auf Gärung. Jetzt kann ich den Längsanschlag benutzen und kann alle Teile entsprechend ablenken. So einfach geht's.
Leute, ich habe gerade eine Idee. Ich habe nämlich eine kleine Planänderung mir gerade beschlossen. So sieht das Teil mittlerweile aus. Es ist etwas größer geworden. Ich werde euch gleich sagen, was noch aus dem Teil wird. Aber wir machen erstmal weiter. Wir wollen erstmal das eigentliche Projekt fertigstellen. Das sieht man auch selten auf diesem Kanal hier. Ich werde diesen Rahmen jetzt einfach mal mit Schrauben miteinander verbinden. Das mache ich echt ultra selten. Geht so schnell, man muss gar keine Schlitz- und Zapfenverbindungen machen oder was auch immer. Ich zeichne mir jetzt hier einmal fix einen 45-Grad-Winkel an. Ich nutze dazu jetzt einfach hier die Schräge und kann das Ganze jetzt hier verlängern. Am Anfang vom Video habe ich ja erwähnt, dass ich dieses Projekt heute gemeinsam mit der Firma Wolfkraft umsetze und euch heute diese zwei neuen Werkzeuge vorstelle. Und das hier ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, wie individuell oder wie universell einsetzbar hier dieses Werkzeug halt eben ist. Klar, ich habe hier eine vollständig ausgestattete Schreinerei, da kann man sich bei den meisten Maschinen auch ohne was auszumessen oder halt einfach zuschneiden, zuhobeln und so weiter und so fort. Aber ich will euch auch so ein bisschen Inspiration geben, wie man dieses Werkzeug, falls man das nicht hat, zu Hause nutzen kann. Oder ein kleines, Beispiel. Ihr wollt ein Projekt in eurem Garten bauen, da hat man vielleicht eine Kappsäge, zwei Böcke, vielleicht eine USB-Platte, wo man alles drauf macht, da hat man weniger Werkzeug. Und da hätte auch ich weniger Werkzeug, weil alle Werkzeuge, die ich habe, hier drin stehen und nicht so wirklich mobil sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich will etwas bauen und das muss senkrecht ausgerichtet sein, habe aber keine große Wasserwaage, da kann man sich hier mit diesem Werkzeug nämlich schon weiterhelfen, denn da werde ich euch jetzt mal zwei Funktionen zeigen. Wir können nämlich zum einen den Giebel zum Beispiel, wenn der so eine 30-Grad-Schräge hat, das können wir damit ausmessen, denn wir haben hier eine Lotfunktion, mit der wir auch Winkel ablesen können. Ich werde es gleich ein bisschen anders nutzen, wie wir es halt eben auch nutzen kann. Aber als erstes werde ich euch jetzt zeigen, wie das hier funktioniert. Also generell haben wir hier eine Schnur, das kann hier aufgewickelt werden und das komplette System wird auch später hier reingeklickt. Das bedeutet, das ist nicht separat, dass man es halt eben auch nicht verliert. Generell, die Schnur hier kann man hier aufwickeln. Und das System wird später hier reingeklickt. Das ist das, was ich meine. Man verliert somit nicht. Man kann es so in seine Werkzeugkiste packen und man kann hier einiges mit halt eben anstellen. Und ihr seht schon hier, dass wir eine Pendelfunktion haben. Und da sehen wir hier oben noch eine Markierung. Und da können wir nämlich das hier nämlich dann gleich einhängen. In der Anleitung wird gezeigt, wie man zum Beispiel unten als Gewicht einen Schreiber dranhängt, dass das im Prinzip das Gewicht ist. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, das einfach mal hier dran zu binden, damit ich das hier als Gewicht ersetzen kann. Und damit kann ich jetzt das Ganze nämlich hier oben einhängen und kann hier eben jetzt hier meine Winkel messen. Ich zeige es euch mal. Damit ihr es euch besser vorstellen könnt, werde ich jetzt hier mal einfach eine Linie an die Wand zeichnen. Und jetzt nehmen wir einfach mal an, ich will hier nachmessen, wie viel Grad das sind. Und da kann ich mich jetzt einfach hier mein Lot einhängen. Wir stellen uns vor, da wäre zum Beispiel oben das Dach. Und da können wir das Ganze jetzt anlegen. Und durch das Lot können wir jetzt überprüfen, ah, wir sind jetzt hier bei 110 Grad. Das ist ganz witzig, ich habe tatsächlich fast genau die 110 getroffen. Und so kann ich es halt eben jetzt ganz einfach ausmessen. Hier unten seht ihr das Gewicht. Und wenn ich das ausgemessen habe, kann ich es auch ganz einfach wieder zusammenwickeln. Und kann es halt eben hier drin wieder verstauen. Und habe jetzt hier alles wieder zusammen. Ich denke, das Wort Problemlöser mit vielen Funktionen beschreibt dieses Werkzeug hier ganz gut. Wenn ihr zum Beispiel mit euren Kiddies im Garten was bauen wollt und ihr habt noch gar nichts gebaut, sagt, okay, mein Sohn, meine Tochter, die wollen das aber unbedingt machen. Ich muss jetzt ein bisschen was an Werkzeug kaufen, ein Bit, einen Akkuschrauber, ein paar Bretter, eine Kappsäge. Und da kann man damit schon wirklich sehr, sehr viel machen. Und ja, das ist, denke ich, auch ganz schön, wenn man das dann seinen Kindern zeigt und sagt, guck mal, damit kannst du das machen und das und das und das und das und das. Und das ist schon schön. Ich werde diese Lotfunktion jetzt zum Beispiel hier gerade einmal fix ausprobieren, dass ich das hier 90 Grad zu dem hier ausrichte. Denn wenn das hier senkrecht ist, das prüfe ich gleich, dann kann ich ja theoretisch einfach mein Lot da mal dranlegen und kann sehen, okay, wenn das Lot weiter weg vom Holz steht, da habe ich mir somit auch schon weiterhelfen können. Ich versuche es euch mal zu demonstrieren. Also nehme ich mal das Ganze einmal hier raus, ist ja hier reingeklipst gewesen. Dann werden wir es jetzt mal hier anhalten. Ihr seht relativ deutlich, dass das Ganze nicht wirklich gerade steht, weil oben haben wir eine kleinere Lücke als oben. Das bedeutet,
wir müssen mit dem Teil hier ein bisschen nach unten oder rechts halt eben ein Stückchen hoch. Und so kann man sich da jetzt eben so ein bisschen rantasten, bis man halt eben seine Position gefunden hat. Und über diese Möglichkeit könnte ich halt auch eben jetzt dieses Teil ausrichten. Da könnte ich mir vielleicht 2, 3 Striche anzeichnen, beziehungsweise jetzt ist es schon relativ deutlich, ich sehe, dass das Ganze gar nicht rechtwinklig zu dem Teil steht. So, passt mal auf. Das kann jetzt hier so lange hochheben, bis wir halt eben jetzt gerade stehen. So, jetzt seht ihr, so wäre das Ganze im Prinzip genau senkrecht und so könnte man es halt eben jetzt festschrauben. Okay, ich bohre jetzt ein Loch und so wie ich das mache, solltet ihr es besser nicht machen. Weil dann macht ihr euch nämlich diesen Kreisschneider nicht unbedingt besser. Ja, nicht schön, aber selten. Das ist aber auch gar nicht so schlimm, weil da schneiden wir jetzt einfach nur ein bisschen nach. Wenn wir hier unsere Töpfe einsetzen, dann sieht man das eh schon nicht mehr. Von daher kann das grauselig aussehen, ist nämlich gar nicht so schlimm. So, und schon sieht man es gar nicht mehr wirklich. Das ist okay. Wie in fast allen Videos hier auf diesem Kanal ist auch in diesem Video ein relativ krasser Zeitsprung passiert. Und zwar ist die letzte Videoaufnahme 3 Wochen her, denn ich war im Jahresurlaub und es war ganz schön schön. Zwischen Schweden, einer Autowerkstatt und Norwegen sind wir da so ein bisschen mit dem VW-Bus rumgefahren. Und leider habe ich das Projekt nicht mehr fertig bekommen, weil da halt eben ein Teil gefehlt hat. Und eine Idee ist nicht ganz aufgegangen, weswegen ich erstmal neue Teile nochmal bestellen musste. Ach und übrigens, ich habe oben noch die Verblendung drauf gebaut. Das liegt einfach drauf. Da sind ein paar sibirische Lärche Leisten, die da drauf liegen. Was hat nicht funktioniert? Ich zeige es euch einmal. Ich habe mir hier so eine Solarwasserpumpe bestellt, also eine Teichpumpe. Und es wurde halt angegeben, dass die, glaube ich, um die 1 Meter oder 1,20 Meter packen sollte. Das packt sie gar nicht. Also 80 cm packt sie auch eigentlich fast nicht. Deswegen habe ich 2 bestellt, um zu überprüfen, ob das Ganze halt eben vielleicht mit 2 Pumpen funktioniert. Hat aber leider auch gar nicht hingehauen. Deswegen habe ich hier für nächstes Projekt eine Solarpumpe. Bevor ich das Projekt jetzt allerdings fertigstelle, werdet ihr jetzt noch eine Funktion sehen, die ich euch unbedingt zeigen wollte, weil das halt eben so eine Funktion ist, wo ich mir gedacht habe, hey, da denkt man bestimmt nicht dran, dass dieses Teil hier das halt eben kann. Eigentlich wollte ich es auch beim Projekt einbauen, allerdings hat sich es beim Bau so ergeben, dass es ohne doch ein bisschen einfacher umzusetzen ist und halt eben nicht so umständlich dann auch ist zum Nachbauen. Deswegen zeige ich euch einmal die Funktion hier auf diesem schönen Stück Multiplex. Also, ihr könnt damit noch Kreise zeichnen. Denkt man, glaube ich, nicht, dass das Werkzeug hier das auch kann, weil wenn man halt eben hier so ein Messwerkzeug sieht, denkt man, okay, messen, schrägen, rechter Winkel und so weiter und so fort. Aber Kreise denkt man vielleicht nicht so ganz. Deswegen werde ich es euch einmal zeigen. Deswegen werde ich es euch einmal zeigen. So rum. Wir haben hier unten ein ganz kleines Löchlein. Das hier unten ist der Drehpunkt. Da können wir einen kleinen Nagel durchpacken. Haben den einmal so fest und haben jetzt hier einen Drehpunkt. Jetzt kann ich mir hier einfach mein Maß auswählen und kann zum Beispiel sagen, okay, ich will jetzt bei 80 mm im Radius einen Kreis zeichnen und so einfach geht's. Und der ist wirklich gut geworden. Also Leute, ihr habt jetzt einige Funktionen gesehen, was diese Werkzeuge hier abdecken. Ich will hier betonen, dass ich mit diesem Projekt nicht alle Funktionen zeigen konnte, die halt eben zu diesem Projekt auch gepasst haben. Diese Kreisfunktion hat mir noch ein bisschen am Herzen gelegen, weil ich die sehr, sehr praktisch finde. Aber es gibt noch so ein paar andere Anwendungsbeispiele, wie wenn man zum Beispiel ein Bild aufhängt. Da kann man sich damit nämlich auch zu Hause weiterhelfen. Bedeutet, wenn ihr nicht viel Werkzeug habt, ist das hier ein tolles Allround-Werkzeug, um viele Projekte halt eben abdecken zu können. Weil ich nicht alles gezeigt habe und weil es schon auch um ein Projekt ging und nicht nur hier um dieses Werkzeug, werde ich euch mal ein Video von Tabs Workbench in der Videobeschreibung verlinken. Der zeigt nämlich alle Funktionen, wie man die unter anderem auch noch einsetzen kann. Das bedeutet, wenn ihr alle Funktionen im Überblick noch mal sehen wollt, könnt ihr euch das Video noch anschauen und anschließend könnt ihr dann hier diese Hydroponik-Anlage nachbauen. Ein riesen Dankeschön geht an die Firma Wolfkraft raus. Die hat mir diese Werkzeuge hier zugeschickt und hat dieses Video auch mit und dieses Projekt mit möglich gemacht. Also vielen lieben Dank an der Stelle und natürlich geht auch ein Dankeschön an dich, meinen Zuschauer, raus. Vielen Dank, dass du dir diese Videos hier anschaust. Da bleibt mal schon die Stimme weg. Ich habe hier aber noch ein gutes Beispiel. Jetzt sagt man vielleicht, was soll ich mit dem Werkzeug machen? Hier ist ein gutes Beispiel für euch. Mein Bruder ist umgezogen nach Bremen. Das sind, glaube ich, 9 Stunden Zugfahrt für mich. Und ich habe denen schon ein bisschen was geholfen dort oben. Aber so richtig was gebaut haben wir noch nicht. Da fängt es jetzt halt eben mit an.
ich kenne mich da oben in der Werkstatt nicht aus, deswegen wäre genau das hier, das Werkzeug und das hier für meinen Bruder, dass der unten noch was anzeichnen kann, das Werkzeug, was ich mitnehmen würde, weil wenn man zum Beispiel ein Gewächshaus bauen möchte, dann ist das schon ganz schön praktisch, wenn man die Balken zum Beispiel senkrecht ausrichten kann, weil wenn man in der Werkstatt ist, wo man sich nicht auskennt, da weiß man nicht, wo die Werkzeuge sind, wenn sie überhaupt dort sind. Das bedeutet, wenn ihr mit einem Werkzeug viel abdecken möchtet, Beispiel Gewächshaus, wenn ihr nicht eure ganze Werkstatt im Anhänger mitnehmen könnt, dann ist das hier echt das Werkzeug, mit dem ihr sehr, sehr viel erreichen könnt. Wir finalisieren das Projekt. Ich werde euch zeigen, wie das mit der Pumpe funktioniert und dann kommen natürlich auch noch ein paar Pflanzen rein. So Leute, ihr werdet gleich das fertige Ergebnis mal komplett jetzt endlich am Schluss sehen. Aber zunächst ein gutes Stichwort eigentlich. Alexa, Schreinerei an. Zack, ihr habt gesehen, ich kann jetzt auch hier die Beleuchtung mit der Alexa steuern. Und ich werde es jetzt auch in dem Fall so machen, dass ich diese Teichpumpe mit der Alexa steuern werde, damit ich da einfach so ein paar Zeiten pro Tag geben kann, dass das Ding zum Beispiel 10 Minuten läuft. Dann ist das auch sehr, sehr stromsparend, weil über diese Verjüngungen in diesen HT-Rohren könnt ihr immer einstellen, wie viel Wasser in diesen KG-Rohren drin steht oder in den HT-Rohren drin stehen bleiben soll. Das müsst ihr auch ein bisschen einstellen, weil ihr wollt natürlich nicht zu viel. Das heißt, wenn das Ganze geflutet wird, dass das Ganze nicht zu tiefem Wasser ist. Es darf aber auch kein Wasser mehr drunten stehen. Speziell, wenn die ganzen Pflanzen jetzt neu eingepflanzt sind, dann müssen sich natürlich erst so ein paar Wurzeln bilden. Es geht im Video nicht darum, wie so ein Hydroponik-System generell funktioniert, bedeutet pH-Werte, Dünger und so weiter und so fort. Da gibt es bessere Videos. Hier ging es darum, wie man so ein System bauen tut, aber wie man jetzt das Wasser mit Nährwerten versetzt und so weiter und so fort, da muss ich selber auch noch schauen. Also Leute, ihr wisst jetzt, wie man so ein Hydroponik-System baut und das soll es für heute gewesen sein. Tschüssi!